Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zur nächsten legendären Ultimate Chaos Mod verseuchten Kampagne mit Siegwald, dem manifiziösesten aller manifestierten Chaos-Dämonen. Ziel als Menschhaber. Was für ein großartiger. Was, wie großartig, nicht wahr? Großartig. Reduzierte Unterhalt, fertige Belagerungszeit reduziert um eine Runde. Ich hatte doch schon irgendwo eine andere Fähigkeit, die Belagerungszeit reduziert, oder? Oder hatte ich die doch nicht? Silberblitz. War das hier? Nee. 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 Komm, aber ich will hier nach die, in die rechte Richtung gehen. Auf der blauen Linie weitergehen. Deswegen packen wir jetzt mal... Chaos-Barbaren will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Okay, reduzierte Belagerungszeit. Reduzierte Belagerungszeit. Ihr seid jetzt meine Freunde. Und wir gehen weiter. Was ist das nächste, was wir vernichten wollen? Euch schicke ich mal los. Greift mal das Ding an. Was machen meine anderen Vasallen? Hey, das ist jetzt fast schon wie ein Strategiespiel. Oh. Die Base-Sonlinger, Bäre-Sonlinger sind mal wieder geplättet worden. Ja, doch, ihr könnt gar nichts. Ja, okay, ich denke nicht, dass Svengor Christiansen mit diesem lächerlichen paar Hanseln irgendwas Großartiges erreichen wird. Ich gehe nach links, Schwertbuch, das sieht auch noch aus wie ein... Oder gehen wir erstmal hier nach Westen? Ah, gehen wir erstmal hier die Schwert. Das sieht aus wie eine Hauptstadt, die will ich haben. Die schnappen wir uns. Und da ist auch eine kleine Armee, die uns empfängt. Was rekrutieren wir? Ich meine, ich kann es mir jetzt leisten. Ich habe richtig viel Geld. Chaos Ballthrower. Aufstrebende Champions hätte ich gerne. Die müssen wir allerdings erforschen. Das können wir machen. Berittene Kultisten brauche ich nicht. Ich denke mal, ein Regiment normale Kultisten ist okay. Die fangen dann die Angriffe ab. Und hier hätte ich jetzt Chaoskriege mit 200 Waffen. Die haben schon 58 Verteidigung. 50 Nahkampfangriff. Und panzerbrechenden Schaden. 71. Ne, da muss ich einen Zug rumstehen. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Hier gibt es noch die Typen mit Hellebarden. Ich kann nochmal einmal Hunde mitnehmen. Und zwar mit Giftschaden. Wow, Moment mal. Boah, die haben einen Bonus gegen Infanterie. Die haben 77 Waffenstärke. Ach du Schande. Und reduzieren gegnerischen Nahkampfangriff. Das sind ganz andere Bestien. Komm. Ich will den Ballthrower haben, ich will sehen, was der so leisten kann. Und Fallen Knights of Chaos. Wollen wir die mitnehmen? Angriffsbonus 38. Hält sich an sich in Grenzen. Huskarle. Kosten 72. Komm, nehmen wir die mal mit. Schauen, was sie so können. Ja, falls ihr... Wie gesagt, ich bin jetzt immer noch... in Japan, vermutlich aber nicht mehr lange, denn dieses Video rauskommt, müsste eigentlich der 19. August sein. Ah doch, wann komme ich zurück? Am 21.? Ich glaube am 21. Jetzt geht der Flug zurück. Dann kann ich mir wieder irgendwelche Filme im Flugzeug ansehen. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen zum Chemiestudium habt. Und falls auch nicht, ich erzähle euch einfach so ein bisschen was davon. Um ehrlich zu sein, das ist jetzt schon wieder so lange her. Der ganze Kram. So richtig, an richtig viele Sachen kann ich mir auch so direkt auch nicht mehr erinnern. Vermutlich, wenn ich in Erinnerungen schwelgen würde, dann würde das vermutlich viel wieder zurückkommen. Ich weiß auf jeden Fall, was sich eingeprägt hat, waren lange, lange, lange Stunden im Labor. In der organischen Chemie, in der Synthese, in der anorganischen Chemie im Labor. Vor allem das allererste Labor, als sie einen da reingeworfen haben, in die anorganische qualitative Analyse. Und dann hat man erstmal sein Brett mit Chemikalien bekommen oder sein Tablett mit allem möglichen Kram wie Salzsäure und allen möglichen Säuren waren dabei und natürlich Salze und Cyanid darf natürlich auch nicht fehlen. Da kannst du dich gleich umbringen, wenn du Lust hattest. aber hat keiner gemacht. Ja. War ziemlich lustig und hat man sogenannte Aufschlüsse gemacht, um rauszufinden, was in Substanzen drin ist.
Duels to the Death. Sehr gut. Hat man so Pulver bekommen und musste rausfinden, was drin steckt. Okay, ich habe 34.000 Gold. Jetzt kann ich mir irgendwas Anständiges leisten. Was wollte ich haben? Favor of Slaanesh. Mhm. Hier. One Champion of the Gods. Kommt sofort. Holen wir uns den. Mal sehen, was passiert. Und ob ich dann in der Lage bin, eine weitere Horde zu rekrutieren. Vielleicht ist ja da die Kampagnenmechanik etwas geändert worden dahingehend. Ich bin gespannt. So, meine Horde ist teuer, aber nichts, was zu krass ist. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das gewinnen wir sowieso. Khorne gibt noch, gilt noch 7 Runden. Slaanesh noch 11. Astrein. Alles tot. Khorne gilt noch 7. Slaanesh gilt noch 11. Ich könnte ja mal Nörgel nehmen. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir nur Wachstum. Ich habe eh ewig viel. Aber komm, was soll's. Kriegt Nörgel auch was ab. Papa Nörgel. Fühlt sich schon ein bisschen. Überlegene Angreifer. Auragröße plus Nahkampfangriff. Mehrere Male nach der Schlacht Gefangene hingerichtet. So, die sind auch erledigt. Sollen wir den Turm von Khazraq noch erledigen? Damit die mir nachher nicht in den Rücken fallen. Oh, Moment, weil die Konklave der Eislinger ist wieder zurückgekommen. Schnappt sie euch. Und wir? Können wir irgendwas machen? Nee. Auf jeden Fall diese Stellung hier und habe ich eigentlich, kriege ich irgendwann meinen Zauberer zurück? Ich kriege meinen Zauberer nicht mehr zurück. Okay, ich will diese Hordengebäude, um Zauberer zu haben. Das war das hier. Das da. Arcane Vortex. Her damit. Ich glaube, ich habe das Gefühl jetzt, auch wenn wir nur eine Horde haben, das ist trotzdem okay. Trotzdem total okay. Dadurch bekommt die Kampagne einen völlig anderen Charakter. Irgendwas, was ich bisher eigentlich gar nicht so hatte. Und am Anfang war die Kampagne total schwer, kam jedenfalls so vor, aber ich glaube, das lag auch total daran, dass ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert hat oder wie man diese Hordenfraktion spielen muss und alles in allem. Ne? Das war nie so super einfach. Aber jetzt läuft's. Genau, also. So ein Pulver bekommen für die... Oh, Throck ist zurück. Hat er gewonnen? Nee. Das sind meine Verbündeten? Das sind meine Verbündeten, oder? Ich glaube schon. Oder? Ich denke schon. Ja, das sind meine... Was wollt ihr? Militärisches Bündnis, wie wär's mit... How about no? How about counteroffer? You give me money. Tja. Wenn ich will, der hat schon. Genau, und der im qualitativen Praktikum hast du so ein Röhrchen bekommen, Glasröhrchen. Reagenzglas würde man das nennen. Ha! Genau, Reagenzglas mit Pulver drin. Irgend so ein Kram und dann durfte man herausfinden, was da drin ist. Durfte irgendwelche sauren und alkalischen Aufschlüsse machen, was meistens daraus bestand, das Zeug in irgendwelche Säuren und Laugen zu werfen, um mit irgendwelchen anderen Verbindungen reagieren zu lassen. Was ist denn das denn? Euer Verbündeter wurde angegriffen. Machen wir mit. So ein paar Tiermenschen können mich nicht schocken. Oh. So, ein Champion ist da. So, jetzt holen wir uns den Favor of Slaanesh. So, kann ich jetzt einen neuen... Oh, Forschungsrate plus 10%. Kann ich jetzt... Nein, immer noch nicht. Schade. Aber wenigstens habe ich einen Zauberer. Kann ich einen Zauberer rekrutieren? Wo ist denn mein guter Zauberer? Ist er tot? Oh nein, sagt bloß mal einer, Zauberer ist tot, kommt nie mehr wieder. Verdammt.
Schade. Wollen wir ein Slanish Sorge, oder? Massive Morale Shock. Ach komm. Nehmen wir einen Slaneshi. Slaneshi Sorcerer? Okay, ja, komm. Nehmen wir Slaneshi Sorcerer. Magical Creatures. Hier habe ich eins von zwei. Ich habe sogar schon Level 2. Was hat sie denn so? Mark of Slaanesh, Favored, Auskundschaften, der ganze Kram. Minus 30% Nahkampfabwehr, das ist gut. Im Nahkampf, Pains Fuel the Source of Spellcasting, mehr Nah. Mehr Mana. Gegner können sich nicht bewegen, brauchen wir glaube ich nicht. Excruciation. Blinded to their demise. Okay. Wirkt nur auf Ziele, wenn im Bereich. Boden verbündeter Feind. Wirkt das auf alle? Wirkt sich auf selbst Boden. Causes damage to all units. And injuring themselves. Machen sich selber Schaden. Oh, das hört sich so richtig schlecht an. Ja, okay. Okay, das hört sich echt nicht so... nicht so super spitze an. Um ehrlich zu sein. Habe ich schon bessere Zauber gesehen. Aber okay. Wird schon funktionieren. Oh, Siegwald hat auch nochmal ein Level-Up bekommen. Ich weiß, wo kommen die ganzen Level-Ups her? Ey! Oh, Verlustverstärkungsrate plus 30% ausgezeichnet. Das ist jetzt alles mein Vasal. Komm. Gebt ihr ein bisschen Geld. Boah, was sind das denn hier für ein Ding? Den gehört ja alles. Den gehört ja alles. Wie ist das denn passiert? Ha. Ja. Das vereinfacht die Kampagne jetzt natürlich ein wenig. Muss ich jetzt echt mal sagen. Können wir direkt auf ins Imperium uns aufmachen. Bring my mirror shield. Ich habe ein Speer. Jetzt endlich den Bolt Throw. Und dabei ist gar kein Gegner mehr da, um zu besiegen. Ah, ich habe Lust, die Skaven kaputt zu machen. Machen wir mit? Machen wir die Skaven kaputt? Ach, die Skaven sind widerlich. Wollen wir kaputt machen. Außerdem erobern die mir viel zu viel, so wie es gerade aussieht. Könnte auch interessant werden, die Skaven kaputt zu machen. Freue mich ehrlich gesagt drauf und fast schon ein bisschen schade, dass ich wahrscheinlich nach diesem Video knapp einen Monat Pause habe, bis ich wieder zur Kampagne zurückkomme und keine Ahnung haben werde, was ich eigentlich getan habe, was ich tun wollte. Naja, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, als einen Urlaub in Japan zu machen. Definitiv. Gibt auch Günstigeres, um ehrlich zu sein. Da reicht meine alle, ich glaube, alle meine YouTube-Einkünfte, die ich jemals erhalten habe, reichen wahrscheinlich nicht, um den zu bezahlen. Ha. Oh, übrigens, wenn ihr auf den Humble Bundle Link oder den Moga Link oder Video klickt, dann könnt ihr euch dort in diesen Keyshops diverse Spiele kaufen, falls ihr gerade eins sucht. Oft gibt es gute Angebote, zum Beispiel das Humble Monthly Bundle, finde ich ziemlich gut. Dann, ja, unterstützt ihr den Kanal und die Hamstermama und mich und meinen exorbitant großartigen Lebensstandard hier unterm Dachboden. Obwohl es nicht so ganz klar ist, dass man noch mit Geld anfangen soll. Jedenfalls auf die Bank legen braucht man es nicht mehr. Ich habe gehört, es gibt jetzt Negativzinsen für alle Sparer. Naja, wäre auch zu schade, wenn man das Geld nicht irgendwelchen Fonds geben könnte. Ja, im Fonds. Was würden die nur machen? Warum habe ich eigentlich so viel Geld? Vasallentribut plus 1971. Flucht. Boah, ich hätte gern so ein
Bloodthirster, das wäre klasse. Wird schon irgendwann kommen. Was ist das denn? Oh. Tiermenschenarmeen. Oh yeah, komm, Tiermenschenarmeen. Machen wir die kaputt. Will ich sonst noch irgendwas? Nee. Passt gerade. Zauberer haben wir rekrutiert. So, kann ich noch irgendwas bauen? Warum kann ich gerade nichts bauen? Also, was? Ihr müsst zunächst eure Lager der Horde verbessern. Ach so. Ach ja, das hier. Okay, verstanden. Warum kann ich... Achso, ich brauche jetzt 12. Jetzt muss ich mir wirklich langsam überlegen, was ich haben will. So viel unendlich Hornwachstum habe ich dann auch nicht mehr. Ach, ich glaube, dieses Laneshi-Zauberin ist total kacke. Am besten, ich schmeiß sie bald wieder raus. Oh. Apropos schon, ist Laneshi-Zauberin. Ich habe vergessen, sie zu bewegen. Ja, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Nun gut. Tja, anorganische Chemie, das anorganische Chemielabor. Das war noch die Zeit. Da zog man noch den Laborkittel an. Im Labor. Das macht man so als Anfänger. Später dann, wenn man in der Promotion ist oder so. Oder im fortgeschrittenen Praktika, dann zieht man seinen Laborkittel irgendwie nur noch an, wenn es kalt ist. Oder so. Oder wenn man wirklich richtig fiesem Zeug arbeitet, und das habe ich auch gemacht. Fiesestes Zeug, mit dem ich jemals gearbeitet habe, war Methyliodid. Damit habe ich Ammoniumgruppen methyliert. Das würde uns vielleicht nicht sagen. Was wollt ihr? Könnt mich mal doof und scaven. Ammoniumgruppen methyliert mit dem Zeug. Und ich hoffe, ich habe mich selber dabei nicht methyliert. Weil methylieren bedeutet, es geht nur um, ihr methyliert zum Teil eure eigene DNA, wenn ihr Pech habt. Ja, und dann ist sie methyliert und dann funktioniert die nicht mehr richtig und dann habt ihr Krebs. Und das ist nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Kann ich echt nicht empfehlen. Aber bisher geht's mir gut. Größtes Problem ist immer noch mein unterer Rücken, aber... Ja, ich soll mich jetzt immer nach hinten lehnen. Ich glaube, das Ganze nach vorne gelehnt sitzen ist nicht gut für diese Geschichte. Was? Wer wurde verwundet? Ach, der Gegner. Na, das ist gut. Okay, fehlgeschlagen, das freut mich. Wie viel Bevölkerung brauche ich denn? 5? Hä? Requires Blessing of the Dark Gods. Okay, das müssen wir erforschen. Machen wir. So, hier sind die Skaven drin, nehme ich an, oder? Schauen wir mal, was wir da so finden. Making this attack. Declare war? Oh yeah. Ihr liebt alle die Skaven. Ihr liebt die Skaven zum Teil mehr als ich. I am Slanesh's son. Und meine Vasallen schließen sich dem Kampf an. Oh ja, oh, das muss ich sehen. Verdammt. Diesen Kampf muss ich sehen. Clanratten, fast keine Panzerung. 32 und 39, 11.000 Lebenspunkte. Ein gegnerischer General, Metastorm. Und ein Assassine mit Trinklinge. Der sieht schon ziemlich fies aus. Ein Seuchenpriester. Ich bin gespannt. Also das meiste von den Skaven ist vermutlich wertloser Kram. Aber vielleicht haben sie auch was Anständiges dabei. Ich bin gespannt auf diese Schlacht. Und ich bin auch gespannt auf die Fähigkeiten meines Bolt-Throwers. Und ja, vielleicht ist es mal die Zeit für ein paar nette Nahaufnahmen. Ach ja, Laborkittel übrigens nach diesen anorganischen Laboren. Der ist immer weiter auseinandergefallen.
irgendwie 100%, es ist sehr schwierig, vor allem als Anfänger, 100%ig sauber zu arbeiten und dann lehnt man sich mit dem Laborkittel. Ja, dann lehnt man sich mit dem Laborkittel irgendwo auf. Und dann ist da vielleicht irgendwann mal irgendeine Säure gewesen oder irgendein anderes aggressives Salz. Ja, und dann, ha, nettes Haus. Und dann ist da ein Loch drin. So ist der Lauf der Dinge. So, Moment mal, jetzt habe ich diese Huskarle. Zeigt was. Wie seht ihr denn aus? Oh, ihr seht gar nicht so schlecht aus. Sieht aus wie ein bisschen bessere Chaos-Barbaren. Oh, Chaos Bolt Thrower. Sieht ganz normal aus, wie ein ganz normaler Werfer. Boah, ich bin gespannt, wenn wir unsere Dämoneneinheit zusammen mit dem Chaos Ball packen. Das könnte richtig wehtun. Ja, Huskarle packen wir von mir das Ganze nach links hin. Ihr habt nachher die Aufgabe, alles zu Tode zu jagen. Das sind unsere mega starken Gifthunde. Ha, ich bin gespannt. Ja, und ach, hier so ein paar Kultisten irgendwo hin. Passt. Los geht's. So, haben wir irgendwo, wo ist der Gegner? Hier. Da ist der gegnerische General. Schießen wir so ein bisschen auf ihn. Die haben richtig viele Verluste erlitten. Unser Gegner ist doof und rekrutiert Sturmratten da. Wo sind denn die Sturmratten? Clanratten, Clanratten, klar. Sturmratten da. Versuchen wir mal kurz die zu treffen. Mal sehen. Von denen sollten wir eigentlich weniger Schaden verursachen. Da laufen sie. Die heldenhaften Sklaven. Ja, an denen machen wir deutlich weniger Schaden. Ganz schön lange Formation, die mein Gegner da hat. Oh, der Fernkampf ist nicht übel. Der Fernkampf ist nicht übel. So sieht's aus, als geht's los. Let's do it! Wobble up a dub dub! Zeigt mal, was ihr könnt. Und ihr dürft bereits mal anfangen zu flankieren. Ja, so super geil fand ich die Skaven jetzt gerade nicht, habe ich gemerkt. So super geil fanden sie es jetzt nicht. Oh, die Sturmratten halten gut durch. Die Sturmratten sind tatsächlich Elite, so wie es aussieht. Gifthunde, wie schlagen die sich?
nicht so. Sturmratten halten sich richtig gut. Mann. Ich bin überrascht. Gar nicht so richtig gedacht, dass sie so gute Einheiten hat. Oh, meine Güte, meine Hunde sind wieder fast tot. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche mit diesen Hunden. Ich schieße nochmal auf irgendwas anderes. Die Sturmratten haben jetzt auch langsam keine Lust mehr. Okay, wir gehen mal in neue Stellung. Ab zurück in die Defensive. Und lass sie nochmal kommen. Sie kommen wieder. Erstaunlich. Der gegnerische General lebt auch noch. Vorwärts. Oh. Ein gegnerischer Assassine. Mal sehen, was er dazu sagt, wenn Siegwald alle seine Buffs rausholt. Er sagt, er ist nicht beeindruckt. Ja, er sagt, er hat sich schon besser amüsiert. Kann ich verstehen. Ist ja auch irgendwie immer ein Mist, na, wenn das passiert. Ja, diese Schattenläufer, die sind ey eklig. 41 Nahkampfangriff, das ist ordentlich. So, das war die erste Schlacht gegen die Skaven. Ist eigentlich ganz gut gelaufen. Skaven sind gnadenlos abgeprallt. Mit ihren billigen Truppen jedenfalls. Sturmbrat waren ordentlich. Also Moment mal, die kriege ich ja sowieso alle, oder? Ist ja eh eine Festungs... eine Belagerungsschlacht gewesen. Oh ja, oh, der Dämonenbalk. Der kommt echt gut. Die kommen jetzt richtig gut mit ihrem hohen Schaden gegen leicht gepanzerte Einheiten. Fast keine Modelle verloren. Ja, das lobe ich mir. Ich denke, das ist angemessen, ein bisschen die Skaven platt zu machen. Ich werde versuchen, sie zu Vasallen zu machen. Können sie mir auch Geld bringen. Angriff auf die Skaven. Ach so. Und mein Zauber hat gar nicht geholfen. So, wollen wir wieder Raids nehmen? Mercy, yes, yes. Fand ich Blankzeit minus 3. Nicht schlecht. So, können wir irgendwas bauen? Nein. Kann ich irgendwas aufleveln? Ich wollte doch diese Streitwagen haben. Die gibt's hier. Unholy Furnace. Hm. Erstmal nicht. Oh nein, ich habe vergessen, meine Zauber... Vergessen, meine Zauber zu bewegen. Zum Glück macht sie das von alleine. Oh, da fällt mir ein. Jetzt, wo ich so mit so einem pseudo-russischen Akzent geredet habe. Und da habe ich einen Freund von mir hat mir was aufgesprochen. Das muss ich mal kurz vorspielen. In fürchterlich schlechter Smartphone-Qualität. Mal sehen, ob es jemand versteht. Ich würde es nicht verstehen, weil ich kein Russisch. Aber wir fanden das mal lustig. Monster Sabaka долго не ела лица. Ach, fantastisch.
Ich, mal sehen, ob sie jemand verstanden hat. Ihr bekommt dann ein Herzchen, wenn ihr es übersetzen könnt. Ach, jetzt ist wirklich schon spät. 1 Uhr nachts. 26.07. Naja, wer interessiert schon Jetlag? Oh. Oh, die Skaven. Kommen mit einer ganzen Menge starken Armeen. Schön. Freut mich, das zu sehen. Ja, ich glaube, eine Kampagnenrunde können wir noch machen danach, oder? Ja, ich denke schon. Eine geht noch. Eine geht noch rein. So viele Verbündete hatte ich wirklich selten. Wie in dieser Runde. Ich frage mich nur, soll ich zuerst mal was essen, bevor ich die letzte Runde aufnehme? Ich glaube, heute gehe ich sowieso nicht früher als 3 Uhr nachts ins Bett, nehme ich an. Naja. Auge der Götter. Minus 10% Unterhalt für alle Einheiten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir schlachten uns jetzt durch eine Skaven-Armee nach der anderen durch. Freut mich. Freut mich sehr. Und hier kann mich jetzt vielleicht sogar im Anschluss an die Chaos-Armee anschließen. Im wahrsten Sinne des Wortes mit meiner Zauber. Das geht nicht, weil die Armee voll ist. Ja. Egal. Witness my beauty. Moving. Vielleicht ist ja irgendwas Besonderes hier in Forst Dragov. Noch mehr Skaven. Oh je. Zum Glück sind es keine. Boah. Nicht so viele Sturmwarten. Hier, Warblock-Gossenläufe. Ja, die kriegen wir alle kaputt. Wir werden sie überrennen. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Runde gibt's noch. Dann werde ich wahrscheinlich langsam wieder aus dem Urlaub zurück sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.